Jetzt soll ich die Koordinaten geben? Ich kann auch alleine probieren. Wenn die Position gut ist. Und dann kannst du weiter gucken. Ja. Es ist wirklich dann nicht das Gelbe vom Ei, das wissen wir auch, aber wir fliegen jetzt ja schon 20 Minuten rum. Jetzt muss ich aber erstmal eine gute Position finden. Bleiben erstmal hier, da ist der Vogel gut versteckt. Den auch scheiße, wenn jetzt hier irgendwas kommt, ein Drache oder so, wissen wir ja, da sind einige unterwegs, dann ist es auch was. Da unten ist er. Okay, das kann gehen, jetzt bewegt er sich. Boah, echt schade, dass da einer despawned ist, ey. Vor den Schwanz schießen. Bewegt er sich. Ich hab Angst, dass er jetzt doch zu mir kommt. Weil ich bin trotzdem One-Hit. Bett hast du gesetzt, ne? Nee. Mach mal. Okay, gute Idee. Bett jetzt gesetzt oder nicht? Ich glaube schon. Nicht... weiter hoch. Ich höre schon wieder einen Drache, aber ich sehe ihn nie. Ja, man hört immer nur die Drachen, ne? Wo ist er, wo ist er, wo ist er, da ist er. Ich muss ihn jetzt ganz schnell nochmal treffen. So, ich hab ihn gleich, Maulwurf. Ja. Dim, dim, dim. So, ich hab ihn. Echt? Okay! Nice! Ja, Lowy. Plan. So, 207 ist er. So, Sattel. Kannst du mal gleich, wenn es geht, die Stats durchgeben. Gar nicht. Er hat auf jeden Fall 100.000 Leben. So, ich versteck den jetzt erstmal. Im Wald. Das Schöne ist, der ist so hässlich grün farben. Also der ist tarnfarben. Du siehst den im Wald nicht. Das ist gut. So gut, hat 100.000 Leben, Melee Damage 135%, Stamina 1000, Movement Speed 100. Also wenn ich überlege, dass der 500er da hatte irgendwie 400.000 Leben. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich bin gerade wieder so durch den Wald gezischt, höre schon wieder irgendwelche Geräusche, deswegen war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Ja, der macht halt 1600 Schaden. Ey, wenn ich da an den anderen Giga denke, der hatte irgendwie Anfang an schon 8000 oder 10.000 Damage gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen. Und ein Punkt in Leben, 2000 Punkte. Na gut, dann mache ich mich mal auf den Weg zum Sumpf. Warte mal, im Wintergebiet spawnen doch auch Gigas. Weiß ich nicht. Ich meine, ich hatte da mal einen gesehen. Ja, kann sein, ich kann es nicht sagen. So, den jetzt leveln ist eigentlich auch. Ich lasse ihn erstmal jetzt hier stehen. Der ist ja echt super gut versteckt. Da müsste schon jemand hier rumlaufen. Mach den auch auf Passiv. Ich muss mir nur die Stelle merken. Ich brauche einen Anhaltspunkt. Gib dir mal die Koordinaten durch, okay? Merk dir die mal bitte. Sekunde, ich bin gerade über einen Sumpf. Also, oh, hier ist sogar eine Broadmother. Einfach nur merken, was ich jetzt sage. Ja. 57, 65. Alles klar. 57, 65. Lass mal den erstmal hier stehen. Unter mir ist ein Giga, Sekunde. ...45. Alter! So viel Pech muss man erstmal haben, oder? Wir haben vier Gigas mittlerweile gesichtet. Einer ist Level 30, einer ist Level 40. Einer 45 und den... Den 100 plus Dings, also 120 oder was, das war bislang der höchste. Ja, aber schon mal gut zu wissen, dass auch im Wintergebiet Gigas sind. Das stimmt allerdings. Ja, aber da ist es auch Unsinn, meine Rechnung, dass die Slots behindern von anderen Gigas. Ich glaube ja schon, dass es ein Maximum gibt, was sparen kann in Gigas. Also so schlecht kann die Theorie nicht sein, dass es eigentlich Sinn macht, die anderen Gigas zu killen, die so low sind, damit hohe sparen können, theoretisch. Ja. Also ich bin gerade am Pinguin-Eisberg in der Nähe. So, halt, sedativ, das war hier gewesen. Stecken wir gleich mal ein paar Pfeile ein. Können wir eigentlich neue machen? Ich glaube, wir brauchen noch 10 Ending-Paste wahrscheinlich. Ich habe 400.
Was 400? Zementpaste habe ich gelootet. Nice. Soll ich die zurückbringen? So, so. Nee, nee, sammeln erstmal seltene Blumen am besten. Passt das mal. Brauchen halt seltene Blumen, damit wir noch mehr Sedativs haben. So, mal, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt weiter nach Gigas suchen oder soll ich mich auf den Giga setzen und alles killen, den leveln und auch die Gigas töten, die niedrigen mit denen? Okay, die beiden Möglichkeiten hast du. Was du auch machen könntest, wenn du Bock drauf hast, du könntest im anderen Schneegebiet gucken nach einem Giga. Das könnte ich auch machen. Pass auf, dann sag ich dir mal gerade, ich bin gegenüber vom Vulkan am Schneegebiet. Okay, also, ja, dann mache ich zu dem anderen Schneegebiet. Das genau. Ist gleich auf dem Weg. Ja, 100.000 Leben ist echt ein bisschen wenig. Also, wenn man den hochleveln, könnte er vielleicht einen Dodorex packen, den niedrigen. Kann also, knapp werden. Ich glaube, so ein Dodorex hat 1 Million Leben, meine ich. Ja, man muss halt 500 mal zubeißen, so mit dem Damage, den er momentan hat. Weil ich würde definitiv erstmal vor allem Leben skillen, weil der kriegt immerhin 2000 Lebenspunkte pro Punkt, aber das ist ja halt trotzdem nicht viel. Ja. Also die können oben auf den Schneebergen, können Gigas auch sparen, oder was? Oben auf dem Schneeberg war der nicht, der war unterhalb gewesen. Also okay. Den ich jetzt gerade gesehen habe. Ist da noch Schnee? Nee, da war gar kein Schnee. Oberhalb habe ich noch nicht geguckt, ich guck gerade mal den kompletten Rand am Boden erstmal und dann wollte ich nochmal hochgehen. Oh, hier ist ein großer Affe. Geil, dass ihr Gigas bauen kann. So, jetzt bin ich einmal komplett drumrum, jetzt gehe ich mal oben gucken. Hier ist ein Eisrex. Level 10, was geht? Hast du schon irgendwie viel gesehen, was über Level 100 ist? Ja, hier, jetzt zum Beispiel 175. Also da, wo sozusagen diese grüne Steppe ist, so, wo die ganzen Mammuts rumrennen, da hast du einen Giga entdeckt, oder was? Genau, so, richtig. Diesen genau, Biom. Genau. Aber Feuertrache. Aber wie gesagt, kann auch gut sein, dass die vielleicht auch oben sind. Da gucke ich jetzt gleich auch. Level 510 Badass Strike Feuer, ist klar. Ich sag dir dann, wenn wir nach Drachen suchen würden, würden wir auch nur Level 20 bis 30 finden, ey. Das ist voll die klassische Halb-Leer-Stimmung hier, ey. Das ist unglaublich, Mann. Ja, so ein Poison-Drache habe ich gerade auch schon gesehen im Sumpfgebiet. Ja, aber es ist jetzt wirklich nicht so schwer, eigentlich bei Anunnaki einen Giga zu finden, der, oder sagen wir mal, einen Dino zu finden, der über Level 200 ist, weißt du? Und dementsprechend ja. 4 Gigas sichten und keiner ist über Level 200, ist schon wieder Pech eigentlich. Ich glaube, das Spiel arbeitet gegen uns. Die Staffel arbeitet gegen uns hier. Ja, ist irgendwie... Naja, was willst du machen? Ist einfach so, ne? Kopf zu, nee, Augen zu und durch. Einfach Kopf weitermachen, gucken. Nicht aufgeben. Nö, warum? Gibt's da keinen Grund. Also oberhalb sehe ich gar nichts, also ein paar Mammuts habe ich jetzt gesehen. Ja, also mich wundert es überhaupt, dass du einen Giga gesehen hast, ey. Ich habe sogar, kannst du dich daran erinnern, als wir im Sumpfgebiet gewesen sind, wo wir beide gestorben sind, wo ich gesagt habe, ey, pass auf, da sind zwei mit Pipte rechts, die du nicht gesehen hast? Ja. Ich habe mir, die Aufnahme hatte ich mir ja nochmal angeguckt, weil ich ja auch geschnitten habe und da habe ich, direkt hinter mir, habe ich einen Giga gesehen, der da frei rumgelaufen ist. Okay. Ja. Und den hast du quasi übersehen live, oder? Ja, wir hatten beide Action, wir sind ja beide gestorben. Ja. Und den habe ich in der Aufnahme halt nochmal gesehen im Hintergrund. Ich denk so, was? Das ist ein Giga. Und der war auch im Schneegebiet gewesen. Okay. Okay, bei mir auf der Seite ist nichts mehr. Das war der einzige, den ich gesehen habe. Dann gehe ich jetzt mal Blümchen pflücken. Ja, mach mal. Ich knall mich jetzt auf den Giga und... Also du warst jetzt nicht in einem Schneegebiet? Ja, so halb. Na, okay. Können eigentlich auch kleine Vulkaninsel Gigas bauen hier, Anunnaki? Da habe ich noch nie einen gesehen. Das sind immer nur die Apex-Viecher, ne? Oh, jetzt bin ich an der Blumenstelle, wo wir erst einmal gefarmt haben und direkt Schlange, Nagentarvis. Eigentlich ist die Stelle echt super. Ich hätte übelst Bock eigentlich. Rex. Ich hätte auch übelst Bock eigentlich den Poison-Drache zu jagen mit Poison-Pfeilen. Weißt du? Also da müssen wir aber zusammenarbeiten. Den irgendwie verfolgen. Irgendwann muss er ja mal stehen bleiben.
Ja, da können wir nur zusammenarbeiten, ne? Einer grabt sich ran. Fokussen, betäuben und die Besitzer killen. So, ja, genau. Das Prinzip. So, das wäre geil. Wie viele Blümchen hast du noch gesehen bei uns? Nicht mehr viele, vielleicht 5 oder 10. Na ja, gut, okay. Dann lieber ein bisschen mehr. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt mit dem Sedativ sterben sollte. Das Problem ist, hier sind überall Viecher. Ja, ich habe das von der Innenseite gemacht, also von der Innenseite von der fliegenden Insel sozusagen. Ja genau, und da bin ich jetzt auch gerade. Das ist, glaube ich, die Stelle, die du meinst, wo wir zusammen waren, ne? Nee. Ich meine die Innenseite, nicht die Außenseite. Also wenn du jetzt ausgehst von der fliegenden Insel, habe ich die Innenseite genommen. Okay. Irgendwie besser. Wenn es jetzt bin ich mir völlig falsch. Lieg nochmal einmal den Fluss lang. Ja, aber diesen Nebel, den hatte ich auch noch nie in dieser Form, Alter. Aber der Sumpf ist trotzdem voll, ey, krass, wie viele Viecher hier sind. Ja, das ist echt heftig. Das ist der Knaller. Irgendwie total abgefahren aus gerade. Och Mann, jetzt habe ich wieder eine Stelle, ist da voll die Spinne. Was mache ich jetzt mit alles ist zum Kotzen? mach ich den auf Follow? Entweder das oder du... Ich würde den auf Follow machen. Eigentlich ja. Okay. Aber dann ist er auch tot, wenn... Er ist aber auch tot, wenn ein Drache kommt, ne? Oder? Aber es ist halt dann so. Ja, den hier lassen finde ich jetzt auch nicht so gut. Und den zu Hause ist auch blöd. Da ist halt die Frage, ne, was da jetzt am sinnvollsten wäre. Ich meine, du könntest ihn ja jedes Mal irgendwo abstellen, ist aber auch ein bisschen kompliziert. Nee, ich lasse den, ich nehme den jetzt mit, es geht jetzt nicht anders. So, kann ich das Sedativ, kann ich das nicht reinhauen in den? Okay, ich dachte schon, es wäre Lego oder so. So, irgendwie wiegt der ein bisschen. Was? Warte mal, Gewicht 3100? Boah, ich fühle mich wie so eine Kräuter-Omi hier, ey. Ein paar Blümchen habe ich schon. Oh Mann, der Giga ist echt kacke. Ja, den kannst du eigentlich auch Zahnweh nennen. Ein Giga Zahnweh nennen? Ja. Will mir eigentlich der Name. Warte mal. Zahnweh. So. Ich glaube, ich werde jetzt nicht lange leben. Alles zum Kotzen und Zahnweh, das absolute Dreamteam. Pass auf, und die überleben bis zum Ende. Vor allem, wenn alles zum Kotzen in die Füße von Zahnweh reinfliegt, das ist super. 46 habe ich jetzt. Ja, sammeln wir mal... Ja, 46 plus die wir haben, sind 2 Sedativs, glaube ich. So, jetzt ist Highest eingestellt. Man hat nicht 40 pro Sedativ? Ich dachte, es wären 25. Ich weiß das gar nicht mehr. Weiß es, kann nur 40 gewesen sein. Ich glaube, es waren 25. Okay. Ja, dann dürfte das reichen. So. Okay, Leute, jetzt heißt es hoffen. Boah, das ist nervig mit dem Pippte hier. Dann bring ich das mal eben safe zu Base eben. Jo, mach mal. Jetzt heißt es hoffen, dass uns der Drache nicht entdeckt. Der Pipte fliegt mir immer wieder in die Beine rein. Ja, das ist auch blöd, ne? Jo, 20 Flowers nur. Jo, okay. Oh, dann brauchen wir noch Pilze, sehe ich gerade. Pilze, guck mal in... Das macht doch schon 3000 Schaden. Schau mal in die Anunnakis-Mephi rein, ansonsten Kristalle. Da sind nur 4 Stück drin. Ja, dann musst du noch ein paar Kristalle fahren. Wie viel waren das denn? Ach du Scheiße, 40 Stück. Jo. So, Zahnweh, bahn dir deinen Weg. So, jetzt müssen wir schnell über den Fluss, das ist ziemlich gefährlich, davon ist ein Giga. Dreh um. Zahnweh, dreh um. Gegner? Ja, ich konnte jetzt nicht gucken, welches Level. Oh nein, Drache. Oh, hoffentlich wird das Zahnweh nicht angegriffen.
Wir haben fangen doch gerade an, uns kennenzulernen. Da komm her. Wir müssen mal Zahnweh kurz irgendwie im Wald verstecken. Komm mal hier runter, Zahnweh. Bleib mal hier stehen, bitte. Das, kann man das Verstecken nennen? Ja, guck mal, sieht da aus wie ein zweiter Baum. Das ist in Ordnung. So, ich werde nämlich mal gucken, welches Level der bemannte Giga war. Weil wenn der 500 ist, dann ist es gut, dass ich da jetzt mich zurückgezogen habe. Ja, wäre es natürlich, wenn der gerade nicht bemannt wäre. Ich habe nur einen Sattel gesehen. Warte mal, das war doch da vorne gewesen, oder? Das wäre der Idealfall, dann könntest du eigentlich so drauf gehen. Ja, das wird zwar trotzdem ewig dauern. Ja, aber der wird sich nicht trauen, auf den Sattel zu steigen. Ah, meine Güte, jetzt finde ich ihn nicht mehr. Vielleicht hat er ja einen von den Low-Level-Giga getamed. Ja, höchstens den vom Vulkan, das war halt auch weiß gewesen. Ich finde ihn aber gerade nicht mehr. Aber die Base hier, die ist schon kaputt. Oh, guck mal, ein Riesenaffe. Und den täme ich, glaube ich. Probier's mal. Moment. Ich weiß ja gar nicht, den Riesenaffen kann ich, glaube ich, nicht an die Schulter packen, oder? Ach, du meinst diesen kleingroßen, okay. Ja, das ist kurz als ich. Ja. Oh nee, der dauert übelst lange. Aber guck mal, wie groß der ist. Oh nein, der ist Akku auf mich. Du bist riesig. Okay. Jetzt muss ich ihn töten. So, okay, ist down. Ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid, ich kann es leider nicht ändern. So. Oh nein, ich höre einen Drachen. Pilze habe ich. Ich höre einen Drachen. Ich habe Drachen gehört. Also eins kann ich jetzt gleich herstellen, dann mangelt es an Narkotics, aber dann haben wir schon mal eins wieder. Was sind... Sind das Fledermäuse? Ah, lustig, Badass-Fledermäuse. Einmal Frost, einmal Feuer. Was, die gibt's auch? Ja. Ah. Sieht übelst lustig aus. Greif mich, glaube ich, gerade an. Verdammt. Ne, ich gehe jetzt zum Strand. Ah, davon ist ja schon der Vulkan, das heißt, hier irgendwo müsste der Low-Level-Giga sein eigentlich, wenn er noch lebt. Okay, dann lasse ich mal ganz kurz den Giga hier. Ich müsste versuchen, den Giga zu betäuben. Ich probiere es mal, ob ich es hinkriege. Und dann könnte ich mit meinem hinreiten, weißt du? Ja. So, ein Sedativ ist fertig. Leider hochziehen, hä? Jo, das funktioniert. Ah, fall um. Bewegt sich. Ja! Ich habe betäubt! Echt? Ja. Keine Ahnung, wie lange das jetzt hält. Jetzt muss ich schnell mit meinem Giga hin. Und das betäubt den Spieler, ist auch eine Idee. Ich mach mit meinem Spiel. Soll ich zu dir kommen? Ja, wäre gut, das ist gegenüber vom Vulkan. Ah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich könnte auch einfach mit dem Bogen betäuben, den Typen. Schieß noch einmal in den Giga rein und dann versuch den Typ. Ich bin jetzt schon bei meinem Giga. Ah, nee, okay, hier, okay. Den Vogel lasse ich hier. Ah. Das Problem ist, er ist so scheiße langsam. Ich bin auf dem Weg, aber das dauert. Ich komme von der Base gerade.